will so ein richtig, richtig teures Schwert bauen. Ich will so richtig schön, dass jemand an mir pleite geht. Das wäre so mein Traum gerade. Oh, der sieht aber schön aus. Dredging nur 59? Willst du mich verarschen? Passt irgendwie zu ihm. Oh, ein reicher Knabe. Guten Tag, Sir. Hallo, ich hätte ein paar Sachen, die Sie kaufen können, zum Aufstocken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Längst Vergessen. Heute mit dem Spiel Jack Smith oder wie es im Deutschen heißt, tierischer Schwertschmied. Ich weiß, es klingt ein bisschen blöd, deswegen bleiben wir beim englischen Titel. Einem Flash-Game, was bestimmt vielen von euch noch was sagen wird, zumindest wenn ihr die Flash-Game-Ära miterlebt haben solltet. In meinen Augen eines der besten Flash-Games, die ich damals gespielt habe, und ich sage auch bewusst damals, denn ich habe dieses Spiel bestimmt seit 10 Jahren nicht angerührt. Wir hatten ja in diesem Format schon mal ein Flash-Game, und zwar Cactus McCoy, was hier unten auch vermerkt ist, denn es ist, glaube ich, von denselben Anbietern oder von denselben Machern sogar. Die haben damals nämlich wahrscheinlich allgemein ziemlich qualitativ hochwertige Flash-Games rausgebracht. Und ja, wir werden jetzt heute einfach mal reinschauen. Wie gesagt, ich habe das ewig lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe das zuletzt gespielt, da hatte ich noch ein Windows... Oh, da müsste ich jetzt lügen, Windows XP oder so Laptop damals von meiner Mutter. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Empty Slot. Stellen uns einen neuen Slot. Ich spiele das übrigens... Wie damals auch auf Spieleaffe. Ich bin der Seite anscheinend treu geblieben. Ja, Jack Smith. Ein wirklich talentierter Blacksmith. Oh, das geht ein bisschen schnell. Er hat seinen Job sehr genossen und hat Hufeisen. Okay, jetzt soll. Hallo! Dann skippen wir das halt. Ist mir egal. Will die Story von diesem Esel gar nicht wissen. Genau, wir sind nämlich ein Schmied. Und wir wurden, zumindest wie ich das noch in Erinnerung habe, wo ich es jetzt geskippt habe, wir müssen, glaube ich, für die Krieger Waffen herstellen, damit die sich verteidigen können oder unser allgemeines Dorf verteidigen können. Und dafür müssen wir jetzt mit dem Esel ein paar Waffen schmieden und können hier auch unter anderem, ja, Jobs annehmen. So, und da müssen wir die dann craften. Uiuiui, wie ging das nochmal? Genau, wir können erstmal nur Kupfer braten. Da müssen wir hoch und runter pumpen. So, es ist perfekt, denke ich. Na komm. Na komm schon. Wir wollen natürlich auch genug Kupfer da drin haben, ohne dass es überläuft. Kann ich einfach alles reingießen irgendwie? Anscheinend schon. Okay, das ist angenehm, muss ich zugeben. Und jetzt müssen wir an die Ecken mit perfekten Schlägen das Ganze schmieden hier. Gut, gerade haben wir natürlich noch genug Schläge übrig, damit wir das Ganze hier perfektionieren können. Aber wir haben natürlich nachher auch einen Zeitdruck und manche Schwerter sind natürlich dann auch deutlich schwerer zu fabrizieren. Hier müssen wir es zum Beispiel perfekt mittig droppen. Ich denke, das ist perfekt. Hier kann man sich dann schon mal ein bisschen einüben, jetzt wo ich noch keinen Zeitstress habe. So, das perfekte Kupferschwert für dich, mein Schweinekrieger. Die sehen echt hässlich aus. Okay, und jetzt kommen natürlich immer wieder neue, neue Missionen rein, beziehungsweise neue Aufträge, die wir hier erfüllen müssen. Irgendwann kommen halt immer mehr Leute dazu. Ihr kennt das Prinzip, ihr kennt das Prinzip. Das ist ziemlich beliebt, gerade in Flash-Games. Ob das jetzt eine Würstchenbude ist oder ein, oder halt ein Swordsman, das ist halt je nachdem, also... Ob man nun Schmied ist oder in der Würstchenbude steht, das war ja allgemein ein ziemlich beliebtes Konzept damals. Hat dieses typische schnell zubereiten, es kommen immer mehr Kunden. Ah, Mist, habe ich eine Stelle übersehen. Ich muss erst noch ein bisschen reinkommen hier. So. Okay. Ich habe noch ein paar Schläge übrig, die kommen einfach aufs Haus. Herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Perfekt. Und das Hütchen oben rauf. Und dein Schwert ist fertig. Ja, gerade ist das Ganze natürlich noch ziemlich leicht. Ich kann mich aber auch erinnern, dass das Ganze noch sehr, sehr kompliziert sein wird. Und wir brauchen natürlich auch irgendwann andere Materialien. Das ist natürlich auch klar. Irgendwann wollen die Leute natürlich auch mal ein Bronzeschwert haben oder auch mal ein Eisenschwert. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen werden heute in dem längst vergessenen Part, aber ich versuche es. So, nicht zu schnell reinschütten, sonst läuft es, glaube ich, trotzdem über. Ah, da habe ich einen kleinen Part vergessen. So. Warum sind die Schläge manchmal einfach so kurz vom Sound? Immer so. Okay, am Anfang
sind die dann doch noch ziemlich leicht zu schmieden. Ich weiß auch, dass ich damals als Kind hier echt richtig schnell dran gestruggelt habe, als ich noch jung war. Aber inzwischen ist man ja erwachsen und ich habe bestimmt schon mal... Warte mal, ich habe tatsächlich damals mal in der Schule was geschmiedet, von daher... Hey, ich habe die Erfahrung, okay? Zeit ist Geld. Hier ein kleiner Bonus. Okay, ah ja, genau! Das war ja auch noch eine Sache, dass dazwischen... Oh, das habe ich ja komplett vergessen. Das ist ja geil. Stimmt, die mussten dann ja auch noch gegen Kreaturen kämpfen. Und desto schlechter man die Sachen verarbeitet, desto schneller gehen die kaputt. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das ist ein cooles Konzept. Das würde Mobile-Game-mäßig so richtig gut funktionieren, so ein Spiel. Weiß ich, haben die das nochmal auf Mobile geportet, oder? Oder ist es einfach ein verlorenes Stück? So. Ja, dadurch, dass ich auch Spieleaffe spiele, habe ich gerade auch 50 Werbungen, die mich dabei begleiten, währenddessen ich das Spiel spiele. Ja, danke. Ich möchte natürlich ausgerechnet, währenddessen ich gerade Jacksmith spiele, möchte ich natürlich auf Otto ein paar Schuhe kaufen. Wer kennt's nicht? Es ist auch immer wieder eine tolle Sache. Ah, nice. Schon mal direkt eine Schatztruhe. Sehr nice. Und wir gehen direkt weiter. Boah, ich hätte jetzt Lust auf eine Papa's Fritzeria. Okay. Boah, damals war alles... Ich weiß nicht, ob damals oder heutzutage alles mehr mit Werbung vollgebombt ist. Weil ich kann mich erinnern, damals waren vor allem richtig viele Scam-Werbungen natürlich auch eine Sache, ne? Wo dann immer irgendwelche alten Leute oder unwissende Leute immer raufgeklickt haben und dann gedacht haben, oh, mein PC läuft schneller, wenn diese Werbung das sagt, dass mein PC damit schneller laufen kann, dann werde ich natürlich auch mal reinschauen. Okay, oh, Hallöchen, ein Bogenschütze. Nett. Oh, das habe ich, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Simpler Bogen, genau. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich mal einen Bogen gecraftet habe. Gab's das damals schon? War das schon immer eine Sache? Also ich kann mich zumindest erinnern, dass es dann, wenn dann ein bisschen später war. Aber vielleicht habe ich mich als Schmied einfach schon so gut angestellt, dass ich einfach schon Bögen craften kann, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Ne? Aus Bronze einen Bogen? Wer braucht denn sowas? Bronze ist auch gar nicht... Achso, okay. Mit Scharnieren, okay. Ah, das kann interessant werden. Wir wollen den natürlich nicht zu sehr stretchen. Ah, das ist nicht perfekt. Boah, so einen richtig krassen Griff? Das wäre es doch. So, ich muss den fallen lassen. Nee, put away. Warte mal. Ich will einen günstigen nehmen. Der hat keinen guten verdient, tut mir leid. Das war mein erster Bogen, den ich hier angefertigt habe. Von daher kann der nicht perfekt sein, okay? Der sieht aber okay aus. Der sieht okay aus. Mal sehen, ob er sich beschwert. Wow. Ey, das war sogar ziemlich gut. Okay, dann bauen wir direkt noch einen Bogen. Klar doch. Her damit. Ja, komm, wir machen Bronze. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz, warum man unbedingt einen Bogen aus Bronze gebrauchen könnte, denn ich denke doch, Holz tut auch nicht, also funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Aber naja, vielleicht sind die ja hier ein bisschen reich und verwöhnt und denken sich so, ich werde mit einem Holzbogen nicht in den Kampf ziehen. Bitte gib mir einen aus Bronze, sonst werde ich keinen Fuß auf das Schlachtfeld setzen. Da muss man halt leider sagen, ja. Oh, der ist nicht gut. Aber der sollte trotzdem okay sein eigentlich. Bei einem Bogen spielt das nicht so eine große Rolle, oder? Aber ich weiß nicht. Hauptsache... Oh, der Pfeil war auch nicht so... Naja, gut, komm. Kriegst halt einen Bogen, der nicht so geil ist. Ich habe leider ein Achievement da vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das war. Na gut. Oh, auch mal wieder ein Schwert. Auch nicht schlecht. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange wir da spielen werden. Normalerweise gehen ja längst vergessen Folgen immer so 30 bis 50, vielleicht sogar mal eine Stunde. Mal gucken, ich weiß nicht ganz, wie viel Content man aus diesem Spiel holen kann, weil es ist ja natürlich nachher repetitive. Und das ist natürlich auch normal für so ein Spiel. Aber mal sehen, wie lange es dann letztendlich spannend bleibt. Aber ich finde an sich, wie gesagt, dieses Konzept echt cool. Das ist eigentlich so ein Spiel, was man so, wenn man abends so mit ein paar Freunden talkt, einfach mal so nebenbei spielen kann, theoretisch. Das ist ganz cool. Oh. Yo. Ah, nee, warte, das möchte ich... Kann ich das nochmal wegstecken? Das ist ja nur ein Bronzeschwert. Das kriegt ein richtig gutes dann. Der kriegt jetzt erstmal ein billiges. Nun awesome. Ich will so ein richtig, richtig teures Schwert bauen. Ich will so richtig schön, dass jemand an mir pleite geht. Das wäre so mein Traum gerade.
Die fragen ja, also die hinterfragen es ja dann wahrscheinlich auch gar nicht. So. Oh, warte mal. Ich habe komplett vergessen, dass es vielleicht doch eine Rolle spielt, dass man immer die beste Ausrüstung zuerst nimmt. Weil der hat jetzt ein richtig weakes Schwert. Und der andere einen starken Bogen. Und der eine hat, naja, einen Bogen, der ein bisschen schief ist. Aber das ist nicht schlimm. Ne? Ein guter Bogenschütze weiß auch mit einem schlechten Bogen umzugehen. Hab ich mir mal sagen lassen. Irgendwann bestimmt mal oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kannte mal jemand, der hatte so einen professionellen Bogen und hat damit auch geschossen. Und dann hatte ich den einmal benutzt und ich habe das so verfehlt. Also, keine Ahnung. Ich bin nicht der geborene Bogenschütze. Aber das ist auch schon lange her. Bestimmt jetzt ein Profi. Das kommt mit der Zeit. Das kommt mit dem Alter. So. Okay. Ich weiß nicht, wie viele hier auf uns warten. Aber ich hoffe doch, wir können den Schatz ergattern. Jetzt haben wir leider nur noch Bogenschützen. Das kann jetzt ganz schön knapp werden. Das Gute ist natürlich immer an Bogenschützen, dass ja normalerweise der Fernkampf immer ziemlich... Ja. Der Fernkampf immer ziemlich wenig abbekommt an Schaden. In dem Fall ist es nicht der Fall. Naja, schade eigentlich. Aber na gut. Ist das überhaupt noch eine Werbung, die aktuell ist? Gibt es das wirklich noch im Play Store und App Store? Und weiß ich gar nicht. Stimmt mal, vor 100 Jahren Cannonball. Oh, wir haben ein paar Kanonenbälle bekommen. Und leider sind wir natürlich nicht durchgefahren, ne? Wir hätten eine Axt freischalten können, aber gut, was soll's. Ich mag es übrigens, wie der Hund aussieht. Der sieht cool aus. Ich mag sein Oberteil. Das passt irgendwie zu ihm. Oh, ein reicher Knabe. Guten Tag, Sir. Hallo, ich hätte ein paar Sachen, die Sie kaufen können, zum Aufstocken. Hier hinten. Gott. Alter, der, ich weiß nicht, ob der mich übers Ohr zieht, ob der ist, ich weiß nicht. Ja, ich vertraue dem irgendwie nicht ganz. Oh, den kann man immer nutzen. Ein Bogen soll es sein. Okay. Du kriegst erstmal einen Kupferbogen, ich muss mich erstmal einspielen. Ich muss erstmal gucken, wie die Bogen überhaupt behaven, also wie man den perfekt ausdehnt, weil da hat man ja nicht wirklich keine Anzeige für so richtig, oder? Jetzt gesagt, so hier. Oh! Ja, das ist okay, denke ich. Man kann den, glaube ich, auch überdehnen, ne? Denke ich zumindest. So, das kann bei mir ein bisschen dauern. Okay, ich bin leicht perfektionistisch veranlagt in manchen... Oh, der sieht aber schön aus. Ich hätte mal doch aus Bronze bauen sollen. Der sieht tatsächlich aus, als wenn er gut funktioniert, aber Stretching nur 59? Willst du mich verarschen? Das war das perfekte Gestretchte. Mann. Die könnten mich bei einem Physiotherapeuten anstellen. Also, da habe ich doch was geleistet gerade. Naja, gut. Was soll's. Vielleicht kann ich mein Können jetzt ja nochmal auf die Waage stellen, indem ich jetzt den Bronzebogen wirklich perfektioniere. Ich werde ihn neu erfinden. Ich werde eine neue Art von Bogen erfinden, den... Weiß ich nicht, der wird nach mir benannt. Das ist der Lennbogen. So. Okay. So. Ja. Das sieht okay aus, oder? Der wird teuer, sag ich euch. Oh! So ein richtiger schöner Peak-Pfeil. Die sehen cool aus. Die mag ich. So, jetzt kannst du auch mal ordentlich hinblechen hier. Zeig mal her. Wie sieht's mit Stretching aus? Na, 92% ist okay. Ist okay, sag ich mal. Ich hätte aber auch gerne nochmal einen Schwertkämpfer. Ich weiß nicht, wo die alle abgeblieben sind. Ich mache jetzt auch nochmal einen Kupferbogen, weil ich, ich möchte nochmal ein Bronzeschwert herstellen. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich gut sind oder schlecht. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie besser sind als ein als ein Kupferbogen, ne? Ah ja, als ein Kupferschwert. Ah, sieht das okay aus? Ah, der ist überdehnt, oder? Ich weiß aber nicht, vielleicht soll der auch so aussehen. Ich habe das doch nicht studiert. So. Aber die Pfeile, die sind immer ordentlich. Auch wenn aus einem Pfeil werden auf einmal 4. 73 Stretching. Trotzdem immer noch besser als der... Naja. Wie auch immer. Ich habe noch einen Zeitbonus bekommen, aus welchem Grund auch immer, denn ich war eigentlich ziemlich langsam. Ich lasse mir ziemlich gut Zeit. Wir haben nur Bogenschützen?
Ach du Scheiße. Aber wir können auf jeden Fall einen Kanonenball feuern. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft darauf, dass wir noch einen Schwertkämpfer mit dem Team haben. Anscheinend aber nicht, dann hätte ich ja auch eigentlich nur Bronzebögen craften können, oder? Ich weiß jetzt nicht ganz, warum ich mich dazu entschieden habe, dann einfach... Oh nein! Oh, das konnte ich jetzt nicht einsammeln. Jungs, ihr seid mir ein bisschen zu schnell. Vor allem der in der Mitte mit der Glatze, der geht mir ein bisschen zu schnell. Okay. Also sobald die sehr geschwächt sind, werde ich die den Cannonball einsetzen. Ansonsten werde ich auf jeden Fall noch abwarten. Man merkt den an, dass einer von denen einen Bronzebogen hat. Ja, guck, der mit dem Bronzebogen lebt viel länger, was eigentlich voll dumm ist, weil das hat ja eigentlich nichts mit Leben zu tun dann, ne? Kriegt er den noch alleine? Ich glaube an den. Ich habe nichts gesagt über seine Glatze. Ich habe mich nicht beschwert, okay? Du kannst so schnell laufen, wie du möchtest. Hey, der schafft das vielleicht wirklich noch alleine. Oh, das wäre so gut gewesen, hätte ich einfach zwei Bronzebögen gemacht eigentlich, ne? Komm, weg mit dir. Sackgesicht. Oh, der hat schöne Sachen gedroppt. Ja, und an der Spinne, die ganze 5 Köpfe kleiner als wir sind, werden wir wahrscheinlich leider... Ja, daran werden wir nicht vorbeikommen. Nochmal kurz einen Cannonball rauffallen lassen. Aber hey, jetzt haben wir wenigstens bessere Möglichkeiten, uns auszurüsten. Und ich glaube, wir haben tatsächlich damit jetzt auch auf der Route die Axt freigeschaltet, soweit ich weiß. Genau, die doppelseitige Axt. Die sieht doch auf jeden Fall ziemlich brutal aus. Und ich hoffe, dass wir die auch direkt bauen können. Das wäre zumindest ganz cool. Würde mir gefallen. Gegner, abwehren bitte, danke. So, ich guck mal in den Shop hinein und schau schon mal direkt, ob ich hier was kaufen möchte. Oh, so Caps oder so wären schon ganz cool. Arrows, hm. Doch, die wären auch schon geil, ne? Oh, so ein Butterfly Arrow. Wie viele haben wir denn? Wo steht denn das? 227. Okay, like us and get 100. Man merkt, wie alt das ist, oder? Man merkt, wie alt dieses Spiel einfach schon ist. Wenn man noch mit... Das war so damals auch mein einziger Grund, warum ich einen Facebook-Account gemacht habe. Auch so für Subway Surfer und so. Einfach nur, um hier so Prämien zu bekommen in solchen Spielen. Wir holen uns mal so einen. Der sieht ganz cool aus. Den mag ich. Oh, das ist für die Axt, ne? Oh, das wäre cool. Oder so ein lilanes? Das sehe ich auf jeden Fall. Die haben wahrscheinlich auch irgendwelche Effekte. Ich weiß. Da scheiße ich jetzt aber mal ganz gekonnt drauf. Und ich fange direkt mal den Tag an. Oh... Die haben Schottenrock, die meinen sie ernst. Okay, finde ich cool. Her damit. Oh, Eisen! Das darf ich nicht reinscheißen. Da darf ich absolut nicht reinscheißen. Ob wir irgendwann noch mal irgendwelche Waffen aus Tungsten machen können? Ich meine, ich glaube nicht mal, dass dieser Ofen 3000 Grad erreichen kann. Aber, wer weiß. So eine Axt craften, das ist schon cool. So. Fun Fact, by the way, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich mal geschmiedet habe in der Schule. Und ich hätte theoretisch auch, wir hatten so verschiedene Kurse, ne, das ist, denke ich, ziemlich normal für Schulen, dass man da so einen Hobbykurs hat. Warte. Perfektionieren! Ja, und ich hatte theoretisch die Möglichkeit, so hobbymäßig zu schmieden. Ich sag mal so, meine Pommes-Ärmchen hätten das wahrscheinlich nicht allzu gut ausgehalten, das Ganze. Aber ich fand das damals cool und hatte auch überlegt, das zu machen. Aber dann bin ich doch in die Schülerzeitung gegangen. Und ich glaube, das war eine gute Idee, weil da hatte ich, glaube ich, deutlich mehr Spaß, wenn man sich das mal so angeschaut hat, was die anderen da schmieden mussten. Weil man stellt sich Schmiede mal so vor, dass man dann irgendwie, weiß ich was, dort herstellt. Oh, jetzt kommen hier ordentlich viele Leute und stellen sich an. Ich mache erstmal den Bogen fertig, der kam zuerst. Ich denke, man stellt sich das manchmal einfach zu krass vor. Man denkt direkt so, oh, man schmiedet jetzt bestimmt so ein Breit- oder Langschwert oder ein Katana oder weiß ich was. Aber die haben halt immer irgendwelche Metallstücke einfach nur zerschlagen und das war eigentlich ziemlich langweilig und dann dachte ich so, naja. Dann doch lieber in die Schülerzeitung. Ich denke, das war dann doch schon besser für mich geeignet. Wie gesagt, ich stelle mich auch nicht als Schmied vor, das würde gar nicht gehen. Wir müssen teilweise so lange auf irgendwas draufhämmern. Da hätte ich keine Lust drauf. So, du kriegst so einen. So einen Langpfeil. Der nächste Bogen, den ich crafte, der kriegt diesen anderen. Ah, den habe ich schlecht gedehnt, oder? 62, ja, das ist
Da habe ich ziemlich reingeschissen, aber das ist okay. Das kann man mal machen, denke ich. So, du kriegst Bronze. Schöne Bronze-Axt, ne? Oh, der Erste hat so eine schöne Axt bekommen. Ich bin so neidisch auf den. Der wird damit vor jedem angeben. Schaut mal, ich bin vom Schmied der Liebling. Der hat mir eine schöne Axt verliehen. Das liegt nicht daran, dass ich hier Lieblinge habe, okay? Der war nur der Erste, der sich eine Axt holen wollte. Also hat er die bekommen. Ah ja, ah, wir haben jetzt gar keine... Ich denke mal, so wollen wir es machen. Oh, das ist fies. Ich habe gedacht, diese Linien bleiben da. Tun sie aber gar nicht. Ich denke aber, das geht. Oh, so einen richtig langweiligen Holzgriff, ne? Den finde ich fast schon richtig, richtig langweilig. Ja, das ist ein bisschen billiger, was ich hier zusammen staple. Aber ist okay. Macht trotzdem 20 Schaden anscheinend. 100, 100, 100? Was? Ich sollte doch Schmied werden, oder? Das war gerade... Das habe ich nicht erwartet, dass ich da so gut abschneide. Oh Gott, Lex, man darf nicht vergessen, das läuft einfach nur im Browser. Und, naja. Die Schnelligkeit von manchen Browsern hat sich nicht geändert in den letzten 10 Jahren. Okay. Schnappt sie euch, Leute! Ich denke tatsächlich, wir können ganz gut Schaden anrichten. Ich werde direkt mal eine Cannonball raufwerfen, die resettet sich ja immer. Man kann die auch so oft wie möglich nutzen. Wir machen gerade ordentlich Schaden. Wir kommen, glaube ich, an der Spinne vorbei. Schaut euch die mal an. Das sieht schon cool aus. Ich weiß gar nicht, gab es davon auch einen zweiten Teil? Ich glaube auch, ne? Ich glaube, es gab auch einen zweiten Teil von Jack Smith. Müsste ich nochmal nachschauen. Vielleicht sogar einen dritten, wer weiß. Cactus McCoy hatte ja, glaube ich, auch einen dritten, oder? Ich meine, irgendwann haben die Spiele dann auch immer nur ein bisschen ausgemolken. Das wäre dann nicht mehr nötig gewesen am irgendeinem Punkt, aber... Ja. Die haben halt gemerkt, dass die Spiele gut ankommen, ne? So. Oh, die haben ordentlich was abbekommen. Kriegen wir den wenigstens noch down? Der hat doch eine schöne Axt. Schau dir nochmal an, für was du kämpfst. Nicht für das Dorf, nicht für deine Leute. Du kämpfst für diese Axt. Ah. Ich glaube, das war nicht die beste motivierendste Rede, die ich jeweils dagelassen habe. Ist okay. Trotzdem okay abgeschnitten, würde ich meinen. Ich bin immer noch erstaunt, dass die letzte Axt so... Einfach dreimal 100% hatte. Das ist so... Okay. Habe ich mir nicht zugetraut, ne? Oh. Pass auf den Pig Roast. Und wir sind in einem neuen Gebiet gelandet. Hübsch. Sieht gut aus hier. So ein bisschen herbstlich passend also. Ist immer wieder schön. Ich liebe diesen Herbst-Vibe einfach. Ja. Hier wieder... Gegner. Passen Sie auf. Craften Sie für uns etwas... 194, oh, da kann ich mir gut was mitnehmen. Kann man hier... Ah, man kann auch... Oh, ja, dann holen wir uns nochmal Bronze. Und dann hätte ich gesagt, oh, der Griff sieht cool aus, aber den können wir uns nicht mehr leisten. Ich will mir nochmal diesen lilanen Pol holen. Und dann haben wir eigentlich auch kaum mehr Moneten übrig, tatsächlich. Okay. Kommt, meine Kämpfer. Holt euch ein Schwert ab. Krieg ich ja nicht Geld dafür? Oder mache ich das hier ehrenamtlich? So. Einmal die Schmiede betätigen. Ich weiß gar nicht, wie die das bei uns in der Schule gemacht haben. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich so ein Schmied-Setup hatten. Also auf jeden Fall kam das da nicht mehr... Also auf jeden Fall kam das da nicht so rausgelaufen, wie es hier dargestellt wird. Also in meinem Fall. Ach Mist, der war nicht gut. Aber wir haben eigentlich genug Schläge übrig. Ich sollte mir keine Sorgen machen bisher. Trotzdem sollte ich ganz gut lernen zu koordinieren, wo die Schläge hingelangen sollen. Oh, das sieht cool aus. Der Spike hier unten. Der lässt sich auch ganz gut mittig positionieren. Aus dem Grund, dass er einen Strich in der Mitte hat. Und dann kriegt er hier einfach ganz... Ey, das sieht sogar cooler aus, als ich erwartet habe. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist ein kompletter Mischmasch. Aber das geht eigentlich klar. Und statsmäßig ist auch okay. Okay. Ich sag's mal, wie es ist. Äxte craften mag ich am liebsten, das heißt, der kriegt eine richtig gute. Bisher habe ich daran am meisten Spaß. Und ich finde Äxte tatsächlich auch von den Waffen, die wir hier haben, glaube ich, am coolsten. Obwohl Bögen eigentlich auch nice sind, ne? Ich bin ja eher so ein... Keine Ahnung, ich finde Fernkampf im Spielen immer... In Spielen meistens immer ein bisschen cooler. Aber gut. So, mal schauen. Da sind auch wieder Linien, das ist also dementsprechend ganz gut.
So, ich denke, das geht. Ich glaube, ich habe den Faden raus, oder? Aber gut, ich brauche hier auch... Ah, der ist ein bisschen... Der hängt ein bisschen in der Luft. Das würde so nicht funktionieren, aber gut. Trotzdem, viel Spaß damit gleich. Das machen wir hier perfekt. So. Ja, da oben, das rutscht direkt ab. Trotzdem 100, 100, 100, was? Ui, sehr schön. Ist ja auch die schönste Axt, ne? Möchte man natürlich auch das Beste haben für. So, Eisen haben wir leider nicht mehr, können wir auch noch nicht einkaufen. Das heißt, da wird es leider wieder nur Bronze geben. Aber dann bin ich ja ganz froh, dass ich mich bei der Axt dazu entschieden habe, das Eisen zu verwenden. Das war ja dann eine bewusst gute Entscheidung. Gießen wir das mal hier rein. Und... ein letzter Schluck. Ich muss mir merken, dass man am Anfang braucht man nicht so viele Schläge. Da kann man mittig ziehen und dann werden beide Ecken geschliffen, theoretisch. Aber gut, bisher habe ich da ja noch nicht wirklich ein Defizit an Schlägen. Ja, guck mal, der kriegt so einen. Da kann man aber schlecht einschätzen, ob das mittig ist. Das ist blöd. Weil hier hast du überall immer... Oh, das wird nicht gut. Komm, dann kriegt er hier so einen Nippel unten. Das war nicht so gut. Obwohl das ganz cool aussieht, das Schwert. Weil das einfach farblich auf jeden Fall aufeinander passt. Trotzdem ist das aber okay, was ich da zusammen geschmiedet habe, würde ich behaupten. So, dann gibt es noch einen Bogen. Einen schönen Bogen. Aus Bronze außerdem. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir die Gegnerwellen überstehen. Ich weiß gar nicht, kann man hier auch verlieren, theoretisch, irgendwann? Oder wird man dann halt einfach immer zurückgesetzt und muss es normal versuchen? Ich denke, irgendwann hat man nicht mehr genug Geld, oder? So. Das sieht okay aus, würde ich behaupten. Das sieht okay aus. Guck mal, du kriegst so eine fancy Pfeilspitze. Oh, so einen richtig schönen Schmetterling da hinten drauf. Ist nicht der Schmetterling, aber gut. Ich weiß nicht, ob das so stark ist, diese Pfeilspitze, aber die tut bestimmt weh, wenn sie mit genug Druck reinfliegt. Ah! Nee. Nicht meine beste Arbeit. Aber gut. Probieren wir das Ganze mal aus und mal schauen. Ich meine, diesmal sind wir auf jeden Fall 4 Leute. Das ist also schon mal etwas. Hier werde ich direkt mal einen Kanonenball drauf machen. Geht es eigentlich auch mit Keybind? Kann man auch 1 einfach drücken? Weiß ich gar nicht. Oh, warte, ich darf nicht vergessen, auf was einzusammeln. Das darf ich natürlich nicht vernachlässigen hier. Der war ja richtig schnell weg. War ja gar nichts. Der sieht ein bisschen aus wie Ganondorf, oder? So ein klein wenig. Das ist möglicherweise sein Bruder. Der war schnell weg. Holy shit. Der hält gar nicht mal so viel aus. Ich glaube, wir sind ziemlich stark, oder? Ich meine, ist ja auch klar, ne? Die haben sich auch den besten Schmied im Dorf ausgesucht. Habe ich recht? Habe ich nicht recht? Oh, da kommt ja noch einer. Naja, sollten wir schaffen. Sollte uns auf jeden Fall gelingen. Allein schon durch die Axt. Schaut euch an, wie viel Schaden die einfach macht. Dadurch, dass die 100, 100, 100 hat und dann auch noch die besten Specs. Besser geht's ja gar nicht. So, wer kommt jetzt noch? Ah, eine Truhe. Sehr schön. Boah. Da war, glaube ich, was Gutes drin. Vielleicht ein Schreiben der Prinzessin? Mal schauen. Ich glaube, das hätte ich mir da anschauen müssen, oder? Bisschen zu früh geskippt. Naja, egal. Ne, hier. Wir haben ein Schild freigeschaltet. Ich weiß nicht ganz, warum das als Waffe gilt und nicht als Verteidigung. Aber nehme ich an. Das nehme ich doch gerne an. Und mal sehen, ob das direkt jemand haben möchte. Ja, der erzählt uns immer das gleiche. Spinne, fressende Pflanze, Ganondorf in anderer Farbe. So, gut. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch so? An wen erinnert der Typ mich eigentlich? Der ist so... Okay, können wir was für Schilder kaufen? Wie gesagt, ich gehe immer gerne mit dem Ding. Aber ich wollte diesmal eigentlich mal so einen richtig schönen Oktopoden hier oben kaufen. Und dann sind wir auch schon wieder pleite, ne? Na gut, okay, dann kriegt der eine ein richtig tolles Schwert und der Rest nicht. Ah, die Schafe wollen ein Schild haben. Ich weiß nicht, ob die dann halt wirklich schon... Oh, wir haben gar kein Eisen. Oh, das ist ja traurig. Wissen Sie, Mr. Krabs, Thaddeus Vater hat ihn nie umarmt. So.
weiß wirklich nicht, was die mit einem einzelnen Schild anfangen sollen. Und das ist echt blöd, dass wir kein Eisen haben. Warum nicht? Ich habe da gerade glorreich gesiegt. Ich wüsste nicht, warum... Warum man mich jetzt so zurücklässt. Ach, das war da... Das scrappen wir nochmal. Nee, dürfen wir gar nicht. Oh, Mann. Oh, Schilder machen ist nicht mein... Das ist nicht meine Blüte. Her damit. Freut sich trotzdem noch. Das zählt noch als 89%? Da darf man ja richtig reinscheißen. Das ist gut. Wo ich keinen kenne, der so heißt. Oh, da können wir Eisen verwenden. Ah, okay. Dann können wir einfach nur noch keine so großen Schilder bauen. Das ist okay. Wie gesagt, die Schilder sind eh nicht wirklich meine Passion. Mal sehen, kann ich jetzt bei dem auch den Oktopus Dings anwenden? Oh, da ist vielleicht ein bisschen Luft zwischengekommen. Das wollen wir nicht, oder? Das wollen wir nicht. Ist aber okay. Ich mag es auch, dass hier einfach schon die Kanten perfekt geschliffen sind. Ah, das mag möglicherweise nicht zu perfekt sein, aber das ist okay. So. Habe ich nicht einen lilanen Stab gekauft? Ne, habe ich nicht. Ich habe dieses andere Teil gekauft. Den Oktopus. Ja, Kurzzeitgedächtnis ist mal wieder am Start, ne? Merk schon. Und er kriegt so ein Teil hier. Passt ja auch farblich. Das war noch ein Awesome. Das Ding ist fast runtergekullert. Das sieht irgendwie ganz exotisch aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ist auch wieder ganz solide gebaut. Ich denke tatsächlich Äxte. Die kann ich auch nach der großen Schlacht noch herstellen. So, machen wir Bronze rein. Wie gesagt, leider haben wir kein Eisen mehr übrig. Das ist ein bisschen schade. Ich bin ein großer Fan von Eisenschwertern, aber gut. Eine Eisenaxt muss ausreichen. Ich bin mir unsicher, gab es hier nicht auch mal irgendwie eine, also beziehungsweise auch mal eine Anzeige, ob man da gerade zu schnell reingießt? Mir war so. Okay, jetzt darf ich nicht vergessen. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich hier mittig schlagen. Hey, das funktioniert ja voll gut. Also gut, jetzt nicht mehr, aber das hat ja eben gerade so gut funktioniert. Ich wüsste nicht, warum ich in anderer Art und Weise schmieden sollte. Oder hämmern. Ja, na gut, haben wir leider kein Eisen. Dann machen wir es wenigstens perfekt drauf. Und du kriegst mehr Leben. Zwar nicht so gut aus, aber ich meine, der Oktopus, der wertet das ganze Ding auf jeden Fall massiv auf, finde ich. Ja, sieht nämlich ganz cool aus. Mag ich. Gefällt mir. Man kann übrigens ja auch währenddessen noch andere Sachen schmieden. Oh, nur eine Bronzeaxt. Für das niedere Volk, ich merke schon. Man kann auch währenddessen halt, also man kann dual schmieden, halt, ne? Währenddessen noch was anderes. Aber das, ich sehe jetzt nicht einen Sinn dafür gerade. Dann lasse ich mir lieber Zeit für die Sachen hier erstmal. Auch wenn die Zeit natürlich nicht gerade vorhanden ist. So. Spiel hat auf jeden Fall manchmal ein bisschen Performance-Probleme, aber ich sag mal so, das ist verständlich, es ist immer noch ein Flash-Game. So, ich denke, das geht. Das ist okay. Oh, das sieht, die sieht schrecklich aus, sage ich mal. Die sieht echt schrecklich aus, die Axt. Hä, warum hatte ich dieses Neptun... Achso, weil das ging ja nur auf ein Schwert drauf. Weil ich wollte gerade sagen, dieses Neptun-Dreizack-Ding hätte richtig gut auf die Axt gepasst. Ja, das ist okay. Das war jetzt wieder ein Achievement vor und ich wusste nicht, ob es jetzt 98% sind oder was anderes, aber damit gebe ich mich zufrieden. Ab in die Schlacht mit uns. Ach, wahrscheinlich wird das Schaf dann wirklich einfach nur Verteidigung? Nee, der greift doch an. Ich wollte nämlich gerade sagen, vielleicht stellt er sich einfach nur vor die anderen Leute. Ein bisschen als Verteidigung, aber naja. Ich denke, man kann wohl auch mit einem Schild zuschlagen. Ich wüsste nicht, warum nicht, aber... Ich wüsste auch nicht, warum man es tun sollte, kurz gesagt. Uiuiui, hier kommen die Lags aber gerade rein. Spieleaffe, ein kleiner Tipp an dich als Seite. Wenn man mehr Performance haben möchte, dann sollte man nicht 500 Werbungen spielen. Ich meine, gut, die. Ich frage mich eh, wie die sich noch finanzieren können nach der ganzen Zeit. Weil damals hatte Spieleaffe, glaube ich, so eine... Also haben, glaube ich, so viele Benutzer gehabt am Tag, diese Seite. Und heutzutage, naja. Kann ich mir kaum vorstellen, dass die wirklich noch einer besucht. Bin wahrscheinlich gerade der Einzige, der hier spielt. Ne, ich glaube nicht. Aber trotzdem. Nein! Der Schild des Junge! Mit seinem hässlich bemalten Schild. Das
Das darf ich, ich hab's selbst bemalt. Ich darf das hässlich nennen. Ah, das wird, glaube ich, nichts mehr. Komm schon. Oh, so knapp. Ich verfluche dich. Naja, gut. Mal schauen. Ich denke, eine Runde machen wir noch. Dann muss ich jetzt nämlich gerade stellen. Uiuiui. Riverhoof. Der sieht gefährlich aus. Dem möchte ich mich gern fernhalten. Ah, hier kriegen wir wahrscheinlich verbesserte Schwerter, oder? Oh, hier hinten Speere. Oh, wie cool. Ja, hier gibt's schon einiges zum Freischalten. Das wäre so ein Spiel, was ich eigentlich wirklich... Die hätten das mal auf Steam oder so auch rausbringen sollen. Das wäre cool. Weil wenn das denn so ordentlich läuft und so, dann würde das so ein Spiel sein, dass ich wahrscheinlich 24/7 spielen würde, so privat. Ein Schild soll es sein für den werten Herrn. Okay. Ja, keine Ahnung. Kriegt Kupfer. Ja. Ich bin kein großer Fan von den Schilden. Also kriegt er nur das Schlechteste. Ne? Das ist ja die Regel lautet, der Schmied entscheidet, was gut ist und was nicht. Die goldene Regel des Schmiedes. So. Oh Gott. Das lief gar nicht mal so gut. Aber du kannst eine Sonne oben drauf, vorne drauf haben. Ich mal dir auch noch ein Gesicht drauf, wenn du möchtest. Ja, naja, gut, ja. Paintjob ist noch schlechter als davor, was mich ehrlich gesagt verwundert, weil das davor war auch schon die Hölle. Ah ja, warte mal, ich wollte noch gerade mal noch für die Äxte was Cooles kaufen. Wir haben 105 nur, das ist natürlich nicht allzu gut. Ich hätte mal gerne so ein paar Blätter hier dran. Können wir noch einen Grip kaufen? Nee? War's das? Bin ich komplett pleite? Wow, nicht mal mehr Bronze kann ich mir kaufen. Das ist ja traurig. Wenn das mein Alter sieht, von dem ich die Firma hier geerbt habe. Da bin ich dran. Da bin ich sowas von fällig. Ah, ich habe auch gar kein Eisen, oder? Ich habe nicht mal Eisen. Ich hätte mir mal lieber Eisen stattdessen holen sollen, statt einen coolen Griff. Mann, Mann, Mann. Nichts rausgelernt aus der Situation. Naja. So, ab hier. Ah, es wären auch schon weniger Schläge. Glaube ich. Nee, doch nicht. Das geht immer noch. So. Das war nur great. Das ist auch nur... Na, wenigstens war das gut. Aber ich verschlechter irgendwie meine Arbeit derzeit. Ich weiß nicht ganz. Habe ich gerade ein bisschen zu viel Zeitstress? Ich mach mir doch gar keinen Stress. Soll das? Was wird mir hier unterstellt? Gleich schreiben schon die örtlichen Zeitungen darüber. Oh, Stahl. Also haben wir doch davon was. Das ist gut. Das würde ich aber gern für eine Axt nutzen. Ich hoffe, ist der letzte eine Axt? Ja, sehr geil. Okay. Dann nehmen wir dafür Eisen. Und Stahl nehmen wir dann für eine stahlharte Axt, die uns hoffentlich auch gut begleiten wird im Kampf. Aber das stelle ich mir cool vor. Ich glaube, die kann richtig gut werden. Leider haben wir natürlich keine... Doch, wir haben noch einen Griff dafür tatsächlich gekauft. Stimmt. Sehr gut. So. Naja, das war ja... Oh, wie cool der aber aussieht. Ich mag die Farbe. Der sieht an sich gut aus. Ich kann nie richtig feststellen, wann ein Bogen überzogen ist und wann nicht. Das sieht alles immer gar nicht so schlecht aus. Oh, das hat er jetzt perfekt gezählt? Habt ihr gesehen, wie off-center das war? Oh, der sieht aber wirklich gut aus. Der ist richtig hübsch, wenn der keine 100 hat. 86 nur. Ich habe keine Ahnung, wie man gutes Stretching macht. Sag das mal meinem Rücken. Okay. Was? Ach, kostet mehr, ne? Oh, da hätte ich ja mal... So ein Mist. Dann hätte ich doch eigentlich den Bogen aus diesem krassen Material machen können. Also aus Stahl. Nee, aus... Doch, ja. Naja, gut. Okay. Ja. Ist okay. Hab's verstanden. Kostet alles aber ein bisschen mehr oder weniger anscheinend. Darauf habe ich noch nicht geachtet. Uiuiui. Das war gerade ein Lag. Man könnte es aber auch als Gold durchgehen lassen oder als Messing gerade, ne? Vielleicht verkaufe ich dem das einfach für mehr Geld. Wird er schon nicht merken. Oh, die ist aber gut zusammengesetzt, wenn das keine 100% gibt.
Perfekt. Perfekt. Und dann noch so einen goldenen. Ah, der ist auch perfekt. Oh, das sieht aber cool aus. Hä, mit dem Gold zusammen und den Blättern? Das sieht richtig schön aus. Und überall 100. Ja, die Äxte, die habe ich drauf anscheinend. Das ist gut. Und wir haben einen Time-Bonus von 30 erhalten. Und dann würde ich sagen, ziehen wir in den letzten Kampf, der uns heute bevorsteht. Oder vielleicht den vorletzten. Mal gucken. Wir schauen mal, was wir noch machen. Vielleicht sage ich doch noch eine Runde ranhängen. Weil, macht Spaß tatsächlich. Also, ist echt cool. Also, klar, ist nichts, was man jetzt 100 Stunden am Stück spielen könnte. Aber mal so eine Stunde ist echt okay. Halt, das Einzige, was mich gerade nur nervt, ist wirklich, dass es durch die, ne, dadurch, dass es ein Flash-Game ist, ab und zu mal ein paar Frame-Drops hat. Das ist natürlich nicht so schön. Aber, naja, gut. Ansonsten ist cool. So. Den auch noch auf. Mach den fertig! Oh Gott. Ja, ja, die Framedrops, die vermehren sich auch gerade, aber desto mehr los ist, ne? Oh, wir haben auch einen goldenen Eimer erhalten, also eine gelbe Farbe zum Bemalen. Ja, dann machen wir noch eine Runde. Wenn wir schon neue Farbe bekommen, ne, damit habt ihr mich jetzt überzeugt. Damit habt ihr mich jetzt sowas von überzeugt. Auch wenn wir den hier nicht besiegen werden können, glaube ich. Nee. Nicht mal der mit seiner krassen Axt. Aber der mit dem guten Bogen, der hält standhaft. Der ist standhaft. Ja komm, wir machen noch eine Runde. Warum nicht? Habe ja gesagt, längst vergessen, Folgen gehen eigentlich immer so 40 bis eine Stunde oder 30 auch. Kann auch mal vorkommen. Aber es macht Spaß und die Zeit ist schon wieder schneller vergangen, als ich dachte. So. Ja, Spinnen, Pflanzenfresser, Yetis. Ah, das sind auch Sachen, auf die man achten muss, oder? Ne? Dass man Waffen baut, die gegen... Okay, ja, ich bin dumm. Okay, ja, verstehe. Okay, darauf muss man anscheinend auch achten. Gut, dann müssen wir uns irgendwas raussuchen, was am besten gegen Wasser hilft. Zum Beispiel in dem Falle das hier. Ja, holen wir uns. Warum nicht? Warum denn nicht? Ja, hier kommt dein Schild, dein komisches. Verstehen nicht die Leute heutzutage. Hol sich lieber ein Schild. So, Stahl werde ich nicht benutzen. Denn da haben wir, glaube ich, jetzt inzwischen tatsächlich genug, um uns eine Axt zu schmieden. Weil wenn ein Schild geht, dann geht auch eine Axt, oder? Schild ist doch so mit das Größte, was man craften kann. Oder ist das Größte, weil es ja keine anderen Einzelteile mehr hat. Okay, aber es kriegt gelbene Farbe. Das ist ja so schlecht immer, ne? Aber wenigstens kann man das hier noch... Man kann es noch fast verkaufen. Na gut. Nimm dein Schild und hau ab. Ab von meinem Grundstück. Los. Will ich gar nicht sehen. Ich mag die Schilder nicht. Die sind mir nicht sympathisch, die Schafe. Ja, nicht sind die cool. Nee. Das wird kein Stahl... der Rest wird echt billig, ne? Es wird eine gute Axt geben. Ich hoffe, wir haben überhaupt einen Axtkämpfer dabei. Das wäre blöd, wenn nicht. Aber eigentlich ist immer einer dabei, oder? Mal sehen. Wäre ungünstig, wenn nicht. So. Gut. Ja, die Lecks vermehren sich mal wieder, aber ist nicht schlimm. Wir stehen das durch, okay? Noch eine Runde. Zusammen stehen wir das. Oh, ein Schnäuzer. Das ist doch... Das gefällt doch Horstlichter. Was haben wir für Gegner? Ja, mein Leben bringt eigentlich immer was ganz Gutes ein, oder? Ich glaube, mein Leben ist immer ganz gut. Das sieht tatsächlich cool aus. Wenn das eine ordentliche Klinge wäre, wäre das ein richtig schönes Schwert. Aber leider ist es so ein Billo. Ja, so ein Billo-Material. Oh nein, noch ein Schild? Bitte sag mir das dann... Nein! Na gut, okay, dann bauen wir dem ein schönes Schwert. Naja, gut. Haben wir halt nur umsonst einen Griff gekauft, ne? Muss man natürlich einsehen. Das ist natürlich schade. Naja, gut. Schade. Das wäre nämlich richtig cool gewesen. Ich glaube tatsächlich, wir hätten sogar genug Stahl, dass wir hätten zwei Schwerter bauen können damit, oder? Oh, das wird ziemlich kacke, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig reinscheißen, diese Runde. Aber ey, ist okay. Man geht manchmal als Verlierer und manchmal als Gewinner raus, ne? Macht das einen Unterschied? Wie ich drücke? Oder will ich wenigstens, dass es designmäßig so aussieht, als wenn es gewollt wäre, wisst ihr?
Auch wenn das nicht gerade der Fall ist gerade. Naja, gut. Doch, sieht okay aus. Ein bisschen gewollt vielleicht. Doch, wenn man das von der Perspektive sieht, ja. Okay. Eine letzte Waffe aus dem besten Material, was ich da habe. Könnt ihr noch ein paar Brocken mit reinwerfen? Dann machen wir ein großes Schild raus, wenn er ein bisschen mehr tragen will. Das braucht schon länger. Haben wir bisher schon was aus Stahl jetzt eigentlich? Nö, ne? Ich hätte halt wirklich echt gerne Axt gehabt eigentlich, aber gut. Die Schwerter wären ja eigentlich auch immer ganz gut bei mir. Zumindest glaube ich das. Oder behaupte das. So. Habe ich das übersehen direkt? Ja, das reicht. Sowas von. Okay. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Haben wir noch Geld? 18 Uhr. Da muss ich doch Facebook liken. Nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja der hässlichste überhaupt. Oh, ich den Schnäuzer mal hierfür verwendet, ne? Das sind ja alles richtig billige Teile. Was ist das denn? Schau ich das an. Der Rest geht, aber das da. Krieg das Kotzen. Das ist ja richtig eklig. Das sieht richtig scheiße aus. Na gut, okay. Was soll's. Ich denke, die Runde werden wir nicht überstehen. Aber gut. Wir werden mit sehr viel Erfahrung hier rausgehen. Ja, die Schilder sehen wirklich von Weitem eigentlich so aus, als wenn das gewollt wäre. Theoretisch. Also, wenn ich mal so drüber nachdenke. Gerade. Dann kann man das durchgehen lassen. Bin ich zumindest der festen Meinung und Überzeugung. So. Immer direkt eine Kanonenkugel rauffallen lassen, damit so wenig Schaden wie möglich genommen wird. Aber eigentlich voll schade, ne? Hätten wir so eine richtig schöne Axt dabei gehabt, die auch so Wasserschaden macht. Oh, das wäre so gut gewesen. Weil einen Wasserschaden würde ich echt ungern haben. Ah, den kriegen wir aber noch. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Schwertkämpfer, die reißen das vielleicht noch. Zumindest bei dem einen halt, ne? Wenn die Lex eigentlich komplett zu Boden schlagen. So. Oh, Kanonenkugel, klar doch. Ah, der eine ist auf jeden Fall gleich K.O. Ja, dachte ich mir. Oh, der war jetzt ein bisschen umsonst versenkt. Komm schon, du schaffst das noch. Flash Game, übersteh das jetzt bitte noch. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich schlechter läuft als damals. Weil die Browser natürlich auch alle inzwischen noch ein bisschen anders sind und anders aufgebaut sind. Vielleicht ist der Code dann auch ein bisschen im Arsch inzwischen. Aber gut, okay. Naja, haben es nicht überlebt. Ich denke trotzdem, wir haben das ganz gut überstanden. Und ja. Oh, wir haben eine neue Waffe. Gladius. Das ist ganz cool. Könnte man sich theoretisch noch anschauen, aber ich denke doch tatsächlich, wir haben genug von dem Spiel gesehen. Und ich muss sagen, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich denke, man kann das auf jeden Fall... Ja, das wäre so ein Spiel, wie gesagt, wenn es auf Steam wäre, würde ich es mir wirklich holen und das mal ab und zu mal so nebenbei spielen. Ich denke, das würde sehr viel Spaß bereiten. Schade, dass es wirklich nur limitiert ist auf Flash Games, weil dadurch läuft es halt, wie gesagt, leider nicht allzu gut. Ich denke trotzdem, dass es ein cooles Spiel ist und vor allem fand ich es damals, als ich jung war, richtig, richtig cool. Allein die Designs, die Musik, auch wenn sie immer wieder loopt. Aber ich finde das Spielkonzept halt auch cool und es macht natürlich auch, gerade früher hat es ziemlich süchtig gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da dran hang, auch wenn ich wahrscheinlich öfters mal verkackt hatte. Aber ja, ich finde es ist ein richtig cooles Flash-Game. Ist es besser als Cactus McCoy? Ich würde sogar fast sagen ja, weil ich finde irgendwie, das ist so ein richtiges Süchtig-Mach-Konzept, wenn es alles ordentlich funktionieren würde. Aber ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel von damals noch kennt oder ob ich euch das jetzt, sage ich mal, so mit präsentiert habt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ansonsten lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Ausgabe von Längst Vergessen. Bis dann, bye bye.